Hallo und herzlich willkommen zu unserem Event, Aspen Event zum Thema US-Wahlen, Teil unserer Serie Road to Election, die uns dann am 3. November hoffentlich einen US-Präsidenten bescheren wird, mit dem wir dann alle leben können, vielleicht sogar leben wollen. Mein Name ist Rüdiger Lenz, ich bin Direktor des Aspen-Instituts und darf Sie heute herzlich bei uns begrüßen, sozusagen live im virtuellen Raum. Noch eine ganz kurze Anmerkung zum Thema. Als wir das Thema festgelegt haben, gab es noch einen Campaign Trail. Das war vor Corona. Jetzt gibt es Corona, die die Wahlen sozusagen alles über den Haufen geworfen hat. Aber es gibt natürlich die Wahlen, die uns bevorstehen, die dann möglicherweise zum Teil auch als Briefwahl oder aber live stattfinden werden. Und um die geht es heute. Und dazu darf ich sehr herzlich meinen Freund und Kollegen Matt Kanitschnik begrüßen. Sie sehen ihn im Bild. Er ist Austroamerikaner, wie er selber sagt. Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft, ist Österreicher und Amerikaner, aber waschecht in Arizona aufgewachsen, hat für sehr viele namhafte amerikanische Medienunternehmen gearbeitet, unter anderem Bloomberg, Reuters, und zum Schluss vor seiner Tätigkeit bei Politico war er beim Wall Street Journal. Politico selbst ist ein sehr anerkanntes Magazin, das in Washington große Aufmerksamkeit wegen seiner Hintergrundberichte genießt. Und wir freuen uns deshalb besonders, Matt, dass du heute mit bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Rüdiger. Matt, gleich zu meiner ersten Frage. Ein bisschen hat nicht nur Corona die Wahlen durcheinander gebracht, sondern auch wie in Deutschland ist dies ja jetzt die Stunde der Exekutive. Wir sehen praktisch weltweit täglich den Präsidenten, großes Brimborium, große Aura, der dort sozusagen seine Sicht der Dinge und seine Nachrichten verbreitet, während der gute arme Joe Biden im Basement seines Hauses in Delaware sitzt und von dort aus versucht, die amerikanischen Wähler zu erreichen. Das ist das eine. Das zweite ist, und das führt mich zu meiner ersten Eingangsfrage, das Zweite ist, dass die Republikaner eigentlich diesen Wahlkampf führen wollten mit den großen Erfolgen, die Amerika zweifellos auf dem Gebiet der Wirtschaft in den letzten 2,5 Jahren hatte. Ob Trump dafür verantwortlich ist oder nicht. Die höchste Wachstumsrate, die höchste Vollbeschäftigung, die Leute, die Aktien haben, haben ungeahnte Höhen in den letzten Jahren erlebt. Und das alles ist quasi vorbei. 22 Millionen Arbeitslose. Ein Viertel, ein Fünftel des Aktienwerts vernichtet. Eingangsfrage, hat das alles geändert? Ist damit praktisch die Wahl von Trump nicht nur gefährdet, sondern möglicherweise schon vorentschieden? Vorentschieden vielleicht nicht. Ich muss sagen, ich war immer skeptisch, dass er wiedergewählt werden könnte, weil der Widerstand gegen ihn mittlerweile schon vor Corona so stark war. Wie du gesagt hast, ist es eigentlich die Sternstunde der Exekutive oder hätte sein müssen. Das Problem, das Trump hat, ist, dass er sich vorher so festgelegt hat in seiner Ablehnung dieser Pandemie oder der Idee, dass das Virus sich so stark in Amerika ausbreiten hätte können, dass er sich in den nächsten Monaten, glaube ich, sehr schwer tun wird, sich von diesen früheren Aussagen zu distanzieren oder die Menschen davon zu überzeugen, dass sein Krisenmanagement souverän ist. Weil bislang war es ja alles andere als souverän und das sieht man an den Zahlen der Toten, die in Amerika natürlich auch täglich veröffentlicht werden. Ich halte es für Joe Biden angesichts dieser Lage als gar kein großer Nachteil, dass er, wie du gesagt hast, im Souterrain sitzt und sich überlegen muss, also was er zu der Lage sagen muss. Weil er eben keine Verantwortung hat, kann er auch keine großen Fehler machen. Und das können die, die Verantwortung tragen, glaube ich, sehr, sehr leicht tun. Und das sehen wir nicht nur beim Trump, sondern auch bei vielen Gouverneuren in den Bundesstaaten, die das Virus auch ja völlig unterschätzt haben. Also ich glaube, es wäre für Trump sowieso schwierig gewesen, auch gegen Biden. Aber mit dieser Krise wird es vielleicht unmachbar.
Er versucht weiterhin, das Land zu spalten. Aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass die meisten Amerikaner ihm das abkaufen werden, dass die Chinesen zum Beispiel ja an allem schuld sind, vor allem nachdem er die Chinesen sehr überschwänglich gelobt hat am Anfang des Virus oder Anfang der Krise in China. Es werden sich viele vielleicht daran erinnern, wie er sogar den Präsidenten Xi Jinping mehrfach gelobt hat und ihn als Freund bezeichnet. Und jetzt auf einmal sind die Chinesen an allem schuld. Das ist so der Erzfeind. Und die haben also laut den Trump-Leuten sogar das Virus in einem Labor in Wuhan quasi zusammengebastelt und in die Welt geschickt. Das wird bei seinen eigenen Anhängern vielleicht gut ankommen, aber er muss über diese Leute hinauskommen. Und ich glaube, darum wird es sehr schwierig sein. Ein letzter Punkt zum Wahlkampf. Ich glaube, das ist jetzt der Wahlkampf. Ja? Also es ist ja kein normaler Wahlkampf natürlich in dem Sinne, dass es überall große Reden gibt. Er muss sich aber tagtäglich verteidigen und deswegen tritt er jeden Tag vor die Kameras, weil er weiß, dass seine einzige Chance ist, hier mit den Amerikanern zu punkten. Und diesen Vorteil hat der Biden vielleicht nicht, aber ich glaube, dass, wie man im Englischen sagt, dass der Trump his own worst enemy ist, was dieses Thema angeht. Matt, wenn man sich USA anguckt und wenn wir die Nachrichten sozusagen hier bekommen aus den USA, dann fällt natürlich auf, dass die Schwerpunkte der Pandemie in New York sind, in den großen Bevölkerungszentren an der Westküste. Das sind alles sozusagen demokratische Strongholds. Das sind da, wo die demokratischen Wähler am stärksten sind. Ist Corona jetzt ein Freund der Republikaner und Entschuldigung, ein Freund der Demokraten, der Republikaner und ein Feind der Demokraten? Ja, es sieht fast danach aus. Ich könnte euch auch eine sehr interessante Karte von der New York Times zeigen hier, wo man die regionale Ausbreitung des Virus sieht oder der Infizierten. Und wow. Da sieht man, haben das alle jetzt? Ja. Da sieht man ganz deutlich natürlich, dass der Nordosten vor allem betroffen ist, rund um New York, auch Chicago, Detroit ganz, ganz stark, Atlanta interessanterweise, New Orleans und Miami, was all diese Städte und Ballungsräume gemeinsam haben, ist, dass dort viele Schwarze leben. Und die waren bislang auch in den Todeszahlen leider sehr stark vertreten. Das ist aber für Trump vielleicht ein gutes Zeichen, weil das sind nicht Leute, die ihn normalerweise wählen würden. Und ich nehme an, das ist mit ein Grund, warum er jetzt versucht, sich gegen die Gouverneure in diesen Staaten zu stellen und hier Druck zu machen bei seinen Stammwählern in Michigan zum Beispiel, dass die auf die Straße gehen und verlangen, dass die Wirtschaft wieder eröffnet wird, dass diese ganzen Beschränkungen rückgängig gemacht werden in den nächsten Tagen und Wochen. Matt, bleiben wir ganz kurz bei der sozusagen der Exit-Strategie, die er ja kurz vor dem Wochenende quasi annonciert hat und erklärt hat, nach dem Motto ein Drei-Stufen-Plan, der dann von den Staaten durchgesetzt werden wollen. Amerika wieder an die Arbeit, Amerika zurück zum Aufschwung. Wenn man sich das anguckt, kann ihm das auf die Füße fallen? Frage Nummer eins. Oder nutzt es ihm gerade bei seiner Wählerschaft, du hast darauf hingedeutet, weil die Leute, die 22 Millionen Arbeitslosen, lieber das Risiko eingehen, dass es woanders weiter grassiert, aber Hauptsache wieder in Lohn und Brot sein wollen? Ja, es ist irrsinnig riskant, finde ich, und auch ein Zeichen dafür, wie sehr er sich in die Enge getrieben fühlt, weil es ist ja völlig unklar, wann diese Regionen hier den Höhepunkt der Pandemie erreichen werden. Das haben sie noch nicht. Und wenn man zu früh öffnet, dann könnte es natürlich verheerende Folgen haben. Aber er sieht das offenbar als seine einzige Chance, die Demokraten quasi als
die Verantwortlichen letztendlich für die wirtschaftliche Misere abzustempeln. Aber wie gesagt, ich habe meine Zweifel, ob die meisten Menschen ihm das abkaufen werden, weil man sieht jetzt, die Strategie besteht darin zu sagen, ich wollte ja alles wieder aufmachen, die haben sich dagegen gestemmt und deswegen haben wir eine Depression oder hoffentlich nicht, aber wir werden sehen, wie es in 6 Monaten aussieht, aber wahrscheinlich nicht so rosig. Aber er versucht ganz deutlich, diese Verantwortung von sich zu schieben. Matt, wenn wir mal die Karte nehmen, können wir die Karte wieder wegnehmen oder ist sie noch? Okay. Matt, meine nächste Frage, es gab mal zu Clinton-Zeiten, hieß es, it's the economy stupid. Alles dreht sich um die Wirtschaft. Wir haben eben ja eingangs darüber geredet, dass das sicherlich ein Schwerpunktthema bleiben wird. Aber gibt es auch andere Werte, die eine Rolle spielen werden? Was wir Europäer ja besonders an Trump, sagen wir mal, verabscheuen, bis uns immer wieder zur Verwunderung treibt, ist seine nicht nur irrationale Art, seine Lügen, die Beleidigung von anderen Staatsoberhäuptern, von Mitarbeitern, seine Aufschneiderei, seine politische Stillosigkeit. Demgegenüber Biden sozusagen der Hochanständige, der sonierte, dieser Herr gegenüber dem Halbstarken. Wird das eine Rolle spielen, vor allen Dingen bei den moderaten Wählern, die eigentlich nach 3,5 Jahren Trump jetzt genug haben von diesem Affenzirkus? Ich glaube schon, ich gehe davon aus. Und gerade nach dieser Krise werden sich viele nach einer gewissen Normalität sehnen. Und nach einem Ende, also dieser chaotischen, turbulenten Trump-Jahre, das ist eben das, was Biden, wie du gesagt hast, eigentlich verkörpert. Also er ist das Aushängeschild des demokratischen Establishments. Er ist eine safe pair of hands, würde man sagen. Also es ist nicht so, dass er die Massen begeistern kann, wie ein Obama oder wie ein Bill Clinton. Aber man weiß das bei ihm, dass das nicht viel schief gehen wird. Wobei beim Trump, also da hat, wie gesagt, ein solchen Widerstand gegen ihn aufgebaut in den letzten Jahren, dass ich mir wirklich schwer vorstellen kann, dass es ihm reichen wird, gerade bei den Moderaten in den entscheidenden Bundesstaaten, die er das letzte Mal gewonnen hat. Und das ist, glaube ich, die Frage, die man auch im Ausland sich immer fragen muss, wo kann er diesmal wieder mal punkten? Und es wird von Tag zu Tag, glaube ich, schwieriger für ihn in Regionen wie zum Beispiel Ohio, Florida, Michigan oder Wisconsin, wo er das letzte Mal gewonnen hat, Pennsylvania. Die waren ja ausschlaggebend für seinen Erfolg beim letzten Mal, vor allem also Wisconsin, Pennsylvania zum Beispiel. Und ich habe meine Zweifel, ob es diesmal reichen wird, gerade weil diese moderaten Wähler, vor allem Frauen, die eher konservativ sind, ihn völlig ablehnen. Also die Umfragewerte bei ihm, für ihn bei Frauen sind sehr, sehr schlecht. Ich gehe davon aus, dass die meisten weißen Männer ihn wieder mal wählen werden. Also bei denen liegt seine Erfolgsquote bei über 60%, glaube ich. Und das wird er wahrscheinlich ja beibehalten können. Aber wir werden immer weniger. Also insofern muss er andere Wählergruppen finden und er wird sich ja schwer tun. Muss ich für unser Gender hier eine Lanze brechen? Nicht alle von uns tragen auch Waffen. Stimmt. Matt, die Allmachtsfantasien von Trump sind ja auch etwas, was uns Europäer vor allen Dingen sehr stark abstößt. Er hat ja wie kein anderer Präsident vor ihm praktisch versucht, die Grenzen des Präsidentenamtes auszudehnen, auszutesten, Dinge für sich zu beanspruchen, auch im Umgang mit dem Kongress. Und in der letzten Woche gipfelte es ja darin, dass er sozusagen die allumfassende Macht beanspruchte, Dinge einfach durchzusetzen. Und da wurde er von Cuomo in einem wundervollen Quote zurechtgewiesen, noch gäbe es in Amerika einen gewählten Präsidenten und keinen König. Hat ihm das oder können solche Bemerkungen auch Trump schaden oder trifft das nur bei uns, sage ich mal, bei den liberalen Intellektuellen auf sehr viel Abscheu einerseits oder Zuspruch, wenn jemand wie Cuomo das öffentlich anprangert?
Ja, ihm schaden kann das auf jeden Fall, also selbst bei seinen eigenen Anhängern. Und deswegen hat er ein paar Stunden nach dieser Aussage einen kleinen Rückzieher gemacht und gemeint, er hätte das irgendwie nicht so gemeint, wie das angekommen ist. Der Grund liegt darin, dass für die Republikaner, für die Erzkonservativen in den USA ist das föderale System sakrosankt. Ja? Also die ganzen States' Rights, wie die sagen, sind ein Kernpunkt, bilden einen Kernpunkt der republikanischen Philosophie. Die wollen weniger Bund und mehr Rechte für die Bundesstaaten. Das ist im Übrigen auch die Philosophie der konservativen Richter, die Trump selber in den Supreme Court gebracht hat in den letzten Jahren. Also wie er das jetzt widersprochen hat mit dieser Aussage, das war eigentlich unvorstellbar für die Leute, die ihn all diese Jahre lang unterstützt haben. Also das ist ja ein weiterer Punkt, wo ich glaube, man sieht, wie panisch er jetzt eigentlich agiert. Ja, weil sonst hätte er das 2 Minuten lang überlegt, wäre eine solche Aussage hier unmöglich gewesen, weil er weiß ja genau, selbst der Trump weiß, dass das ein rotes Tuch für seine eigene Basis ist. Matt, es wäre schön, wenn du uns dein Insiderwissen noch in einer anderen Frage mit uns teilen könntest, nämlich die Frage, es geht ja auch um ein Ticket am 3. November oder vorher schon. Mit wem tritt Joe Biden an? Er hat selber klargemacht, es soll eine Frau sein, es muss eine Frau sein. Aber die Frage, welche Frau? Irgendwelche Tipps? Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Kamala Harris ist, eine schwarze Frau, die auch im Rennen für die demokratische Kandidatur war. Die ist eher moderat wie Biden. Es wird davon abhängen, wie sehr er die eher progressiven Demokraten hier einbinden möchte. Also die Leute, die Bernie Sanders zum Beispiel unterstützt haben oder Elizabeth Warren. Also Elizabeth Warren wäre ja auch eine Möglichkeit, die Gefahr bei ihr oder bei einem eher progressiveren Kandidaten oder Kandidatin wäre, dass die Moderaten dann weniger geneigt wären, Biden zu unterstützen. Also ich habe eher das Gefühl, dass er jemanden wie Kamala Harris nehmen würde. Das ist vielleicht eine sichere Nummer, eine schwarze Frau, die eher moderat ist, politisch gesehen. Und da kann er wahrscheinlich ja nichts Falsches machen, würde ich meinen. Mit einer Frage zu unserer eigenen Rolle, nämlich zur Rolle der Medien in den USA. Wir haben ja in den letzten Jahren nicht nur eine Spaltung in der Politik zwischen den beiden großen Parteien, Republikanern und Demokraten, erlebt, sondern auch die Medien sozusagen, die sich in zwei Lager aufgeteilt haben. MSNBC und CNN mehr auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Fox News und viele Radiosender, Rush Limbaugh und andere. Erreichen Medien wie die Washington Post, die New York Times, CNN eigentlich noch die Nicht-Entschlossenen oder sind sie gerade für die Nicht-Entschlossenen die wichtigste Nachrichtenquelle? Denn um die wird es ja im Wahlkampf gehen, genau um die in der Mitte. Ja, auf jeden Fall. Also die Nicht-Entschlossenen schauen noch CNN und andere. Vielleicht misstrauen sie diesen Sendern etwas mehr als die durchschnittlichen Demokraten, sage ich mal. Aber die werden auf jeden Fall wahrgenommen. Wobei andere Sender, also auf der rechten Seite, wie Fox News vor allem, der eindeutig ein Propagandasender ist mittlerweile, werden sehr kritisch gesehen von den Unentschlossenen. Ja, also das weiß ja jeder mittlerweile, dass sie ja auch das Virus und die Pandemie wochenlang heruntergespielt haben. Und das wird ja insgesamt, glaube ich, für diese eher rechten Sender und Medien etwas schwieriger werden in den nächsten Monaten, weil die waren auch ziemlich laut, also was dieses Thema angeht.
Wir in Deutschland, und da würde ich gerne eine Einschätzung von dir wissen, als jemand, der lange in Deutschland lebt und uns sehr gut kennt, aber gleichzeitig Amerikaner ist und auch drüben verortet ist. Wir Deutsche haben ja vielfach, und wir Europäer, aber vor allem wir Deutsche, Schwierigkeiten, die amerikanische Psyche und das, was sich da jetzt in Amerika unter Trump abgespielt hat, zu verstehen. Ticken wir denn wirklich anders? So viele Dinge scheinen uns unvorstellbar zu sein und sind inzwischen auch Normalität. Ja, also ich glaube schon, dass die Europäer etwas anders ticken. Gut, also was Trump anbelangt und die Realität in Amerika, es hilft, wenn man mal rüberfährt und sieht, wie es wirklich aussieht. Also ich finde, dass die Berichterstattung hier, vor allem in Deutschland, insgesamt sehr Trump-fokussiert ist. Natürlich, also das liegt in der Sache vielleicht. Aber man verliert ein bisschen den Blick für das andere Amerika, ja, und man vergisst, dass vielleicht mehr als 50% der Amerikaner ihn nicht gewählt haben und dass er bislang das Land nicht so stark verändert hat, also dass man das nicht wieder rückgängig hätte machen können. Naja, das ist zum Beispiel die Probleme, die sie in New York haben, die sehr gravierend sind, das steht, glaube ich, in den deutschen Medien für ganz Amerika. Ja, also das ist, wenn man als deutscher Medienkonsument ARD oder ZDF schauen würde und nur seine Informationen von dort bekäme, dann würde man, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass ganz Amerika im Krisenmodus steht. Das gilt zwar für New York und ein paar andere große Städte, aber in weiten Teilen des Landes schaut es eher aus wie in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also es ist nicht I know what you say. Ein Krisenmodus, wie man vielleicht annehmen würde. Und das schlägt sich ja auch auf das politische Geschehen. Also das darf man nicht vergessen. Und deswegen hat Trump jetzt diese Strategie zu sagen, wir müssen jetzt Richtung Normalität. Also das war jetzt alles ja zu viel und wir müssen die Wirtschaft retten. Und warum macht er das? Er macht das, weil er weiß ganz genau, dass seine Basis eben bereit ist, ja wieder arbeiten zu gehen, weil sie nicht so sehr unter der Pandemie gelitten haben in den letzten Wochen. Vielen Dank, Matt, und vielen Dank, dass du uns auch ermunterst. Wir dürfen Amerika auch weiter und wieder lieben. Vielen Dank dafür. Jetzt würde ich mal ganz kurz bitten, dass wir vielleicht eine Frage, die wir an Sie alle, denn Sie sollen sich jetzt beteiligen, einspielen, und die sehen Sie jetzt gleich auf Ihrem Schirm. Und zwar wollen wir Sie fragen nach dieser Diskussion und nach dem, was wir zwischen uns beiden besprochen haben. Wie sehen Sie in der aktuellen Pandemie als größte, was sehen Sie in der aktuellen Pandemie als größte Gefahr für die Wiederwahlchancen von Trump? A, Verlust der Glaubwürdigkeit als Krisenmanager. Wir haben darüber gesprochen. Steigende Covid-Fallzahlen nach seinem Exit. Eine drohende schwere Rezession der US-Wirtschaft. Seine Basis wendet sich von ihm ab, oder die Stärke des aktuellen demokratischen Frontrunners Joe Biden, zu dem ich gleich noch kommen möchte. Sie haben allerdings nur immer eine Nennung und wir werden dann gleich die Ergebnisse bekannt geben. Jetzt zur ersten Frage, die gestellt worden ist, und zwar von Ned Wiley, und die führt direkt zu Joe Biden. Es wird ja eine große Debatte geben zwischen den beiden Spitzenkandidaten, und Ned Wiley fragt zu Recht: Ist nicht Biden hier sehr verletzlich über diese Art von schmutzigem Wahlkampf, der zu erwarten ist, und schmutzige Auseinandersetzung, die Trump beherrscht? Ist das nicht so, als wenn er mit einem Messer gegen einen mit einer Schusswaffe Bewaffneten kämpft? Also die Frage an dich, Matt, ist das ein Problem, die bevorstehende TV-Debatte? Ich würde den beiden diesbezüglich nicht unterschätzen. Also es gab jetzt, glaube ich, gestern hat er eine neue Wahlwerbung veröffentlicht, die sehr aggressiv ist und die eigentlich sein Hauptargument darstellt für den Wahlkampf, dass Trump in den letzten Wochen ja alles vermasselt hat, also wie er die Chinesen zuerst auf einen Protest gestellt hat und jetzt versucht er, sie fertig zu machen, und die ganzen Widersprüche in seinen Aussagen in den letzten Wochen, wie
Trump zum Beispiel das Virus als Hoax, als eine Ente bezeichnet hat, das ist quasi eine Verschwörung der Demokraten. Also das wird immer wieder gespielt jetzt in den nächsten Monaten. Und ich glaube schon, dass Biden, obwohl er so allgemein als Gentleman gilt, Trump hier Paroli bieten kann. Prima, vielen Dank. Jetzt würde ich mal bitten, dass wir die Antworten kurz einspielen können. Dann können wir mal selber sehen, gut verteilt. Wir haben 26%, die glauben, dass sein Verlust an Glaubwürdigkeit mit Wahl entscheidend sein wird. 37% die steigenden Covid-Fallzahlen. 33% schwere Rezession und sehr viel abgeschlagener. Seine Basis wendet sich von ihm ab, daran glaubt keiner. Ich glaube, das ist auch realistisch. Und die Stärke des aktuellen demokratischen Frontrunners, das werden wir nicht an das Wahlkampfbüro von Joe Biden weitermelden, aber die Stärke des aktuellen demokratischen Frontrunners wird hier sehr gering eingeschätzt. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Ich schließe jetzt mal die Antworten. Ich nehme an, Sie haben sie auch bei sich gesehen. Die nächste Frage, Detlef Schwarting. Frage zum Wahlprozess. Inwieweit ist sichergestellt, dass alle, die wählen wollen, dies auch tun können? Wird eine Briefwahl möglich sein? Die Frage ist insofern interessant, weil Briefwahlen, und Matt, du solltest dazu was sagen, möglicherweise eine Partei mehr befördern und bevorzugen könnten, richtig? Ja, auf jeden Fall. In der Vergangenheit, also das zeigt die Statistik, dass die Demokraten mehr von der Briefwahl profitieren als die Republikaner. Das wird von den einzelnen Bundesstaaten abhängen, wie sehr sie dieses Briefwahlsystem forcieren wollen. Ich nehme an, dass die republikanisch Dominierten dazu weniger geneigt werden. Das ist leider, muss man sagen, immer noch ein sehr wichtiges Thema in Amerika. Wer darf wählen und wer nicht? Also wer hat sich vorher registriert? Es ist leider so, dass die Wahl immer an einem Dienstag stattfindet, wo viele arbeiten und man muss vorher registriert sein. Also das funktioniert nicht wie in den meisten europäischen Staaten, wo man automatisch auf einer Liste steht oder eine Wahlkarte bekommt oder wie auch immer. Dort muss man sich ein bisschen bemühen und das hilft natürlich Leute, die in der Vergangenheit hat es eher den Konservativen geholfen, ärmere Leute davon abzuhalten, wählen zu gehen. Ja? Also die ganze Geschichte des Civil Rights Movements in den 60er Jahren drehte sich ja eigentlich um diese Frage und es ist noch immer nicht gelöst, gerade im Süden. Wir haben eine Frage von August von Joost. Kann man bitte das Video für August freischalten? Lieber August, you're on. Ja, hallo, August von Joost, seit über 25 Jahren mit Espen verbunden, knappe 15 Jahre im Vorstand und seit knappen 10 Jahren im Kuratorium. Für mich ist klar, dass Corona oder Covid-19 dieses Thema total verändern wird. Ich glaube, dass die Durchseuchung, wie es so schön heißt, die erreicht werden muss, durch Amerika durchziehen wird, von der Ostküste durch den Rust Belt in die anderen Bereiche. Wir sehen, dass die Intensität in New York und wir sehen die Intensität in Florida. Wenn man jetzt mal den Durchschnittsamerikaner nimmt und sieht, wie der reagiert und wie der gestrickt ist, dann sage ich mal, wird es dort Stillstand geben, nicht nur in der Wirtschaft, nicht nur im täglichen Leben, sondern auch im Kopf. Und dann sage ich mal, wo läuft diese Wahl hin? Verstehen die Leute wirklich, wie Trump gestrickt ist und welchen Schaden er anrichtet? Oder wird er in der Lage sein, mit seinen doch sehr simplen Argumenten die Massen weiterhin anzulocken, ihn zu wählen? Das ist das eine. Interessiert mich also, was ist Ihre Einschätzung vor dem Hintergrund, dass Covid-19 weitergeht? Das wird nicht aufhören. Das passiert. Wir werden auch in Deutschland die nächsten 24 bis 36 Monate mit Einschränkungen leben, obwohl wir sehr diszipliniert sind. Aber das kommt und ich glaube, ich habe persönlich die Theorie, dass wir in den westlichen Ländern auf eine stramme einstellige Millionenzahl von Toten zu laufen. Insbesondere in Amerika, wenn wir sehen, was in New York passiert ist, wird das woanders genauso passieren. Das andere ist, was mich interessiert, versteht in Amerika eigentlich der Wähler, und damit meine ich Vox Populi, wie Trump sich ausführt, diese Sonnenkönig-Gehabe,
Das ist doch einfach jenseits von allem, was wir auf der Welt, in der Zivilisation in den letzten 100 Jahren erlebt haben. Wenn es nicht wahr wäre, würde es man als Comic betrachten. Matt, ja, also zur zweiten Frage, ich glaube, das ist ja völlig klar. Und wenn Sie mit den Amerikanern reden, werden Sie auch eher gewisses Unverständnis heraushören können, dass überhaupt jemand diesen Menschen wählen könnte. Aber das gilt ja nur für die gebildete Schicht. Ja? Und das ist vielleicht ein Nachteil des Systems. Da sieht man vielleicht ein bisschen ja auch die Ungleichheit in dem Land. Also dass ein Rattenfänger wie Trump so viele Leute da an sich heranziehen kann. Trotzdem, um auf die erste Frage zurückzukommen, ich glaube, wenn es zu einer Durchseuchung kommen sollte, würde das ja auch bedeuten, dass Hunderttausende sterben. Also wir liegen jetzt bei 40.000. Ich habe hier auch eine interessante Tabelle, die ich Ihnen zeigen kann. Da sieht man sehen alle jetzt diese Tabelle, Rüdiger, von den Totenzahlen. Also das ist ein internationaler Vergleich eigentlich. Und da sieht man, die USA liegt jetzt bei 40.000, knapp über 40.000. Das ist im Vergleich zu vielen Ländern, was die Größe des Landes anbelangt, nicht so schlimm. Ja, also wo ist das? Also hier zum Beispiel, da sieht man im internationalen Vergleich, ist Spanien etwas schlechter. Italien auch und so. Aber ich glaube, wenn es auf einmal 100 oder 200.000 Covid-Tote in Amerika gibt, ist das nicht unbedingt das beste Verkaufsargument für einen Politiker. Also ich glaube, Durchseuchung ist nicht die Lösung für ihn. Und es kommt ja immer bei diesen Präsidentschaftswahlen in den Staaten auf die Frage, die Ronald Reagan 1980 formuliert hat in seinem Wahlkampf gegen Jimmy Carter, are you better off today than 4 years ago? Und ich glaube, bei dieser Frage werden die meisten Amerikaner, auch seine Anhänger, Nein sagen müssen. Also diesen Kulturkampf, glaube ich, kann man bis zu einem gewissen Grad führen. Und das hat er sehr erfolgreich getan in den letzten Jahren. Aber da war die Wirtschaft ja auch in Ordnung und das Land war auch unter Obama relativ gut beieinander, was die Ökonomie angeht. Also so gesehen ist es eine völlig neue Situation, mit der es sich irrsinnig schwer tun wird, meiner Meinung nach. Deine Anmerkung zur möglichen Abwendung der bisherigen Trump-Klientel passt sehr gut zu der Frage von Friedrich Paulsen, der fragt, Trump hat die letzte Wahl in den Rustbelt-Staaten vor allem unter Blue-Collar-Workern gewonnen. Diese sind jetzt durch die Corona-Pandemie am stärksten betroffen. Kann das, und du hast es ja schon angedeutet, eben auch zu einer Abwendung dieser Wählerklientel führen? Ja, erstens das. Also es kann zu einer Abwendung dieser Wähler führen. Es kann ja aber auch dazu führen, dass mehr Schwarze wählen gehen diesmal. Das war bei der letzten Wahl eigentlich ausschlaggebend, dass 5 Prozentpunkte weniger Schwarze wählen gegangen sind. Also die Wahlbeteiligung bei den Schwarzen waren, ich weiß nicht, um wie viele Millionen reduziert als bei der letzten Obama-Wahl. Und wenn man sich erinnert, dass Trump bei den Wahlmännern jetzt, also nach dieser Rechnung, mit weniger als 80.000 Stimmen gewonnen hat, dann sieht man, wie wichtig diese Wählergruppe für die Demokraten ist. Und ich gehe davon aus, dass die schwarze Bevölkerung diesmal auch motiviert sein wird, gerade in diesen Rust Belt-Staaten wie Pennsylvania zum Beispiel, Wisconsin und Ohio. Leo Pinter fragt, und das spielt in den Wahlkampf, in den bevorstehenden Wahlkampf und die Auseinandersetzung zwischen Joe Biden und Donald Trump hinein, ob er die Versäumnisse von Trump und seine irritierende Verhaltensweise am Anfang
zu einem Schwerpunkt seiner Wahlkampfstrategie machen wird. Deine Einschätzung? Noch einmal, das habe ich akustisch nicht verstanden, der letzte. Dass Joe Biden die irrlichternde Haltung und das Runterspielen der Corona-Krise am Anfang von Trump zu einem Kernpunkt machen wird, vor allen Dingen bei steigenden Covid-Zahlen, zu einem Kernpunkt seiner Wahlstrategie machen wird. Ja, ich glaube, das steht jetzt schon im Vordergrund. Ich würde ja allen empfehlen, dieses Video anzuschauen, das jetzt so im Internet rumkreist. Und da kriegt man ein gutes Gefühl dafür, wie der Wahlkampf von Biden ausschauen wird. Und genau dieser Punkt steht da ganz vorne dran, dass Trump nicht nur die Pandemie, damals war es ja keine Pandemie, aber das Coronavirus, die Gefahr des Virus heruntergespielt hat, sondern dass er sogar die Chinesen gelobt hat für ihr Handeln und ganz einfach zu wenig unternommen hat, zu einem Zeitpunkt, wo man noch hätte viel machen können. Und das wird, glaube ich, der Kern der Biden-Strategie sein, zu sagen, er ist ein schlechter Manager, er hat die ganze Reaktion auf diese Krise verbockt und jetzt sind Hunderttausende Amerikaner tot. Eine Frage von Jan Losemann, bitte per Video zuschalten. Lieber Jan, you're on. Ja, hallo, ich hoffe, man hört mich. Super. Ja, hallo, ich grüße in die Runde. Jan Losemann, Vorstand, Verein der Freunde. Ich hoffe, dass es allen gut geht. Meine Frage zieht nochmal auf die Swing States. Wir haben ja beim letzten Mal erlebt, dass das Wahlmännersystem in den USA letztlich zu diesem Desaster geführt hat. Und da würde mich jetzt nochmal Ihre Einschätzung interessieren, wie schwer ist das, dieses Mal zu gewichten? Ist es genauso schlimm wie beim letzten Mal? Und werden die Kandidaten ihre Wahlkampfaktivitäten dann nur maßgeblich auf diese Staaten fokussieren? Was glauben Sie, wie da die Strategie sein wird? Das wird auf jeden Fall ein Fokus sein. Man darf nicht vergessen, dass Wisconsin zum Beispiel, dass Trump bei der Wahl gegen Hillary Clinton gewonnen hat, da ist Hillary Clinton kein einziges Mal aufgetreten, weil sie sich so sicher war, dass sie dort gewinnt. Ja, und wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte sie die Präsidentschaft womöglich gewonnen. Diese Staaten werden eine zentrale Rolle spielen. Das Problem für Trump ist, dass es immer mehr Swing States gibt. Ja? Zum Beispiel Arizona, wo ich herkomme, das demografische Bild verändert sich rasant. Und aufgrund der vielen Latinos, die dort leben. Und er muss, glaube ich, an vielen Stellen hier aktiv werden und nicht nur in den traditionellen Swing States wie Ohio und Michigan. Die werden ja auch wichtig sein, aber hier schwingt von Wahl zu Wahl, da spielt dieses demografische Bild des Landes eine sehr wichtige Rolle und in 20 Jahren aufgrund des Wandels werden diese Staaten ganz sehr anders aussehen als jetzt. Nevada ist ja ein weiteres Beispiel, wo es viele Latino-Wähler gibt. Die wären ja eigentlich eine gute Klientel für die Republikaner, weil die meisten Latinos etwas konservativer geprägt sind. Aber weil Trump sich so angefeindet hat mit dieser Migrationsgeschichte, wählen sie ja fast alle demokratisch. Kommen wir ganz kurz zurück zur Rolle der Republikaner. Nun war Trump ja bei der Präsidentschaftswahl 2016 nicht der Traumkandidat der Republikaner, ganz im Gegenteil. Inzwischen hat er die Partei, sagen viele, nicht nur gehijackt, sondern er drangsaliert sie, er führt sie. Und Mitch McConnell ist sozusagen der Executioner der Politik von Trump. Wolfgang Köhne fragt, wird das so bleiben jetzt vor dem Hintergrund einer sich dramatisch verändernden politischen Situation in den USA? Werden die Republikaner ihm weiter die Treue halten als Partei? Naja, also kurze Antwort, solange er gewinnt. Ja, also die Folgen ihm führt dich in den Abgrund. Die eher moderaten Republikaner, die wir früher kannten, Leute wie John McCain zum Beispiel, die sind aus der Partei quasi vertrieben worden. Es gibt nur mehr Trump-Anhänger.
das ist auch für die Partei eine risikoreiche Strategie, sage ich mal, weil wenn er diese Wahl verliert, dann müssen sich die Republikaner ja auch neu erfinden. Ich habe eine letzte Frage von Detlef Schwarting. Inwieweit die neue Partnerschaft zwischen Joe Biden und Bernie Sanders hilfreich für einen zukünftigen Gewinn der Demokraten sind oder eher zu einer Verwässerung der Position von Biden führt, oder ich will die Nachfrage noch dranhängen, möglicherweise Wahlinhalte von Sanders zum Wahlprogramm der Demokraten werden und damit möglicherweise auch für moderate Kräfte ihn nicht wählbar machen. Was bedeutet diese neue Kombination Sanders-Biden? Ja, ich glaube, also wir müssen ja bis zum Parteitag abwarten, wie sehr Biden diese Positionen von Sanders übernimmt und vor allem, wer sein Running Mate sein wird, ob er wirklich eine progressive Kraft aus dem linken Flügel der Partei nimmt oder nicht. Da habe ich, wie gesagt, meine Zweifel. Ich glaube, die Gefahr für Joe Biden besteht ja eher darin, dass die Sanders-Wähler nicht mobilisiert werden können, weil sie eben enttäuscht sind, dass er nicht mehr kandidiert und dass eben der Establishment-Kandidat wieder mal gewonnen hat, dass diese Leute zu Hause bleiben, ist, glaube ich, für Biden eine große Gefahr. Und es wird sich zeigen, ob ihre Ablehnung von Trump, diese Abneigung, Biden zu unterstützen, überwiegt. Aber das ist ein ganz zentraler Punkt, weil es ist fürchtig für Biden da zu wenig, dass Sanders ihn direkt unterstützt. Also man muss wirklich die Leute ja vom Hocker reißen und zur Wahlurne quasi bringen. Ja. Soweit sind wir noch nicht. Das ist am 3. November der Fall. Bis dahin werden wir noch mehrere dieser Veranstaltungen durchführen. Matt und dich hoffentlich als Gast auch noch einmal gewinnen dürfen. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Ausführungen. Ich bedanke mich bei all denjenigen, die mitgemacht haben bei dieser live-virtuellen Begegnung. Für viele wird das sozusagen die neue Normalität sein. Bleiben Sie dran, bleiben Sie Espen gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Bis bald wieder bei uns, bei Espen und alles, alles Gute und hoffentlich auch bald wieder persönlich. Und vielen Dank an unsere Regie, Laura, super Job. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Das hat ja wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, gleichfalls.